Hey, Butler. Hey, du. Habt ihr Lust, wieder zu arbeiten? Ich meine... Was gibt's denn zu tun? Mit der Spitzhacke? Erzadern, hier, in diesem Stein. Käse? Unfug. Blauschimmel ist nur blauschimmerndes Gestein ohne... Aber ich... Hallo, Errol. Wieder da? Ich hab mich tierisch beeilt. Ich bin gerannt wie ein Scavenger auf Dunkelpilzbier. Die Söldner wissen, unser Lord Protector... Er wird die Ritter und die Milizen... Ich hatte irgendwie den Eindruck, dass er nicht daran glaubt. Larius kann nicht mal mehr auf den Nachttopf, ohne dass... Hast du ein... Wenn du dich in der Nacht hier... Gute Arbeit, Errol. Jetzt ich werde die nächsten Tage... Nein. Ich arbeite. Pass auf. Hey, Meister. Pass auf. Hallo, ich habe deine Rauchstängel fertiggestellt, aber er... Hier! Das tut... Brauchst du auch nicht. Hey, bleib mal stehen, du musst... Snuff. Damit steht alles... Wobei soll... Irgend... Dann nimm... Das versteht... Den habe ich damals von meinem Meister, dem berühmten Zacher... Na, das ist der... Ich glaube ja, dass es Sancho war. Ich werde... Mann! Mach... Hey, wie find... Was soll das werden? Eine Umfrage für den Coriniser Kneipenführer? Hat der... Snuff spielt sich auf, als wäre er der... Wahrscheinlich, ich muss diesen Hokus... Wir wollen nur ein ordentlich... Und, hast du... Ob ich was habe? Kannst du dir vor... Na, am ehesten würde ich es ja dem Dickens... Von den anderen Jungen... Pass auf... Hallo, Sket. Hey, du. Snuffe. Seit wann kümmert sich der? Sprich mich wieder an. Du hast ihn als... Zu Beliard an. Kann ich das... Du kannst das deuten wie... Was regst du dich eigentlich... Ach, hau ab. Seitdem ich mal eine Auseinandersetzung mit einem echten Arschloch... Der hat mich schief angeguckt. Mein Kochle. Du warst es also nicht.
Da werde ich wohl weiter... Na, nur so viel. Bist du jetzt unter die... Das war nur... Ah... Wir sehen... Hallo, Schmied. Was weißt du... Wenn du's aber... Nein, kann ich... Naja, das mit dem Löffel. Also, ich hatte... Das ist ein silberner... Der scheiß Löffel, ja. Abgesehen davon, dass es nicht die feine myrtanische Art ist, so... Also, eigentlich hatte ich geplant, das Stück in seine Kiste zu schmuggeln. Und... Dumm nur, dass du der Einzige bist, der so eine... Scheiße. Soll... Du meinst... Garantie... Bleib... Hallo. Deinem... Was soll das heißen? Hör zu, raste... Was? Das darf nicht... Langsam. Es war nicht Sancho. Jemand hat sich deinen Kochlöffel ausgeborgt, um sich ein Süppchen zu rühren. Zachermelz. Richtig. Nun, das Einzige, was ich noch für dich tun konnte, war, Crimson zu bitten, etwas aus dem Süppchen... Sag mir den Namen. Tut mir leid, sieh es mal so. Na, ein bisschen... Mach's gut. Hallo, Schmied. Die Sache hat... Da bin ich aber froh. Snap. Ja, und... Möglicherweise... Das wird nicht... Ich hab's doch... Ich vertrau... Bleib sauber. Hey, du! Hallo, Butler. Mach's gut. Thank you.
an. Hey, du. Hallo. Mach's. Schlussendlich. Wieso? Nein, aber er ist mir dankbar, dass ich das Schwein geschmiedet habe. Also... Schau's... Hey, Bandit. Deine rennenden Knochen ruhen wieder. Diesmal wird es hoffentlich... Was denn? Hey, du Superman. Aber mir ist dick. Und wenn der dann... Da hast du ihn... Sei nicht so frech. In Ordnung. Ich werde mir das Gewölbe mal... Halt, du nicht! Was soll... Nee, sind...
Ich habe sie gesehen. Der ganze... Hast du gesehen? Ich konnte beobachten, dass sie zwar Richtung... Du hast recht. Wenn wir uns wieder... Pass auf. Verräterin. Fest. Mit Vorliebe gegen so... Versuch's doch.
jetzt wirst du... Du meine Güte. Die hauen sich ja den Schädel ein. Danke, dass du... Wir würden dir gern zusammen... Besorge uns... Hier habt ihr euren Krempel. Ich hoffe, das war alles. Krempel? Wie kann... Magisch... Genug davon. Wie wird euer... Wir werden dieses... Außerdem... Hört sich an, als würde der... Ich bin doch kein Metzger. Ich bin doch kein Metzger. Da ist nichts zu holen. Ich grüße dich. Wir sind...
Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Ich bin doch kein Metzger. Verdammt! Was willst du? Das war's für dich. Verdammt! Ich bin doch kein Metzger. Ich bin doch kein Metzger. Da ist nichts zu holen. Ich bin doch kein Metzger.
doch kein Geheimnis mehr. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Ich habe für so etwas keine Zeit. Innos, sei Dank, dass ihr frei seid. Ich habe mit meinen Rittern für euch gebetet und unsere Gebete sind erhört worden. Die Banditen sind so gut wie erledigt. Ich habe durch euren Boten von der Bedrohung erfahren und erwartet, dass ihr euch des Problems zu unserer aller Zufriedenheit annehmt. Ich beglückwünsche euch zu eurem Erfolg. Ihr habt wahrhaftig Großartiges geleistet. Da gibt es noch ein kleines Problem. Ach, ich höre. Nun, der Kopf der Bande ist noch auf freiem Fuß. Larius und sein Banditenanführer sind verschwunden. Ich habe jedoch eine Ahnung, wo sie sich aufhalten. Na, ihr wisst ja, wie ich über Eigeninitiative denke. Erledigt diesen... Mit... Ich hab was anderes gehört. Nur Innos entscheidet euch. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Und Innos pflanzte die aufopferungsvolle Liebe in die Herzen der Menschen und schuf damit das Gegenstück zum grenzenlosen... Meine Verehrung. Öffne. Auf Wiedersehen. Und die Menschen liebten mehr, als sie hassten. In seinem Zorn tat Belia es Aranos gleich und er schuf. Thank you.
Sei gegrüßt, Statthalter. So hast du es also doch überlebt, du kleines Miststück. Vielleicht habe ich dich sogar unterschätzt. Das kann gar nicht sein. Ich mache keine Fehler. Spar dir deine Beleidigungen. Du wirst deinen fauligen Atem für deinen letzten Atemzug brauchen. Wenn du denkst, du beeindruckst mich, kleines Mädchen, dann leide. Möchtest du gegrillt oder möglich ist alles. Ist das wirklich wahr? Was hat es denn? Man darf halt nicht alles glauben, was man will. Das habe ich schon immer gesagt. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen habe. Meine Verehrung, Lord. Das Böse ist besiegt. Larius und seine Handlanger taugen nur noch für eine Gruselmär. Dann ist diese Episode im großen Ringen der Götter also endlich abgeschlossen. Innos sei gepriesen. Du wirst am kommenden Vormittag zur 10. Stunde auf dem Richtplatz erscheinen. Ich habe der Stadt und seinen Bewohnern eine Ankündigung zu machen. Velaya von Trollzacken! Ihr habt euch in außergewöhnlicher Weise um diese Insel des Königs und das Seelenheil ihrer Bewohner verdient gemacht. Dabei habt ihr euch die Anerkennung der Führer der Gilden, der Hochgestellten und der Menschen niederen Standes erworben. Meine Mission auf dieser Insel hier ist beendet. Ich werde mit der Galeere des Königs auf das Festland Myrtanas zurückkehren, wo man meiner im Krieg gegen die Orks bedarf. Deshalb sei hier unter dem Lichte Innos und im Angesicht der Anführer der Gilden kundgetan, dass ich, André, Lord Protector von Kurinis nach dem Tode Lord Hagens und mit allen königlichen Vollmachten ausgestattet, Velaya, Freifrau von Trollzacken, zur neuen Statthalterin von Kurinis ernenne. Möge der Segen Innos alle Zeit über euch ausgebreitet sein, auf dass ihr weise und verständig die euch anvertrauten Menschen regiert.